Instagram. Hallo ihr Lieben, ich habe heute hier meine Liebling, also ist wie meine Tochter. Und sie war hier, wie lange warst du hier? Drei Monate? Vor drei Monaten? Vor drei Monaten, das war November. Ja, November, glaube ich. Oder Dezember. Ja. Ja. Und sie ist für eine Engel. Sie ist euch? Okay. Und wir haben auch am dem Tag, wo du hier war, diese Quantenheilung. Spontan, ne? Spontan. Ja, ganz spontan, ja. Und ist das auch so, du hattest darüber gar nicht gewusst, ne? Was zu dir kommt. Also ich hatte schon eine Vorstellung, aber nicht richtig. Ja. Und du erlaubst dir, dass diese Unbekannte springen. Ja. Ne? Und was spürst du, was fühlst du dich? Also währenddessen? Ja, ja. Währenddessen war das ein bisschen aufwühlend. Also es hat sich ein bisschen unbehaglich angefühlt, aber danach war es entspannt. Also danach hat man sich viel entspannter gefühlt. Schön. Hallo. So, und seitdem ist irgendwas in deinem Leben verändert? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe immer diesen Perfektionismus gehabt und ich habe gar nicht mehr so das Bedürfnis, alles immer perfekt zu machen. Also, ich kann mehr Sachen anfangen und sie auch aufhören und das macht nichts und später weitermachen. Zum Beispiel und auch so, das hatte ich aber auch bei Freundestreffen. Ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich alle vernachlässigen und ich muss nicht komplett immer Zeit für jeden haben, sondern ich kann das auch so einteilen mehr. Ja, also ich spüre den auch noch an dem Tag, du bist auch schnell losgelassen. Also du erlaubst dir auch, ja, ich will nicht mehr tragen in mir. Ja. Stimmt? Und das ist so schnell passiert, ne? Ja. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo ich da so umgekippt bin. Und also heute besuchst du Julia wieder und ich freue mich, dass du Entscheidung für deine Ausbildung, ne? Studium. Ja. Ja. Genau, das ist auch so ein Punkt. Ich hatte früher immer so, ich hatte so Angst, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und Entscheidungen fallen mir viel leichter. Zum Beispiel wusste ich nicht, wo ich studieren möchte. Das war ein ganz, ganz großer Punkt. Da hatte ich ganz so Angst vor, weil ich meine, überall kann es ja schön sein. Wie sollte ich mich da jemals für einen Ort in Deutschland entscheiden? Aber ich habe irgendwie so ein Vertrauen, dass es da, genau da, wo ich jetzt bin, schön ist. Und ich denke mir auch nicht so, dass die anderen Optionen viel besser gewesen sind. Ich bin zufrieden mit meiner Option. Also, ich meine Hauptsache, dass du in dir diesen Frieden findest, ne? Ja, wenn ich gut bin, wenn ich zufrieden bin, dann ich kann überall leben. Ja, das stimmt. Ja? Kommt immer auf einen selbst an und nicht auf den Ort. Also vielleicht ein bisschen auf den Ort, also schon, aber die Hauptsache ist, dass man selbst mit sich zufrieden ist. Und dieses Studium, wo du ausgesucht haben, ist das auch passend mit deinem Herzen her, ja, oder? Ja. Oder von jemand, dieser Wunsch von jemand anders? Nee, wirklich von mir. Das ist wirklich mein Wunsch. Ja. Und freust du dich, dass du diese öffnen? Also ich öffne mich für was Neues. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also ich habe richtig Lust darauf, auf was Neues. Bin auch bereit dafür. Ja. Und was spielen wir heute? Was wünschen wir sofortige Transformation? Ui, das ist auch nämlich so, ich hatte Geburtstag und ich habe... Also immer, wenn ich mir was wünschen durfte, ich musste erst mal überlegen,
Was soll ich mir wünschen, weil es mir so gut geht? Also, ich muss da wirklich immer überlegen. Vielleicht mehr entspannen, dass ich halt Gleichgewicht finde zwischen Leistung und Entspannung. Und erlaubst du dir, ich bin wert. Ich bin wertvoll, oder? Und vertraue darauf. Okay. Du vertraust darauf, ich liebe mich. Ich bin wertvoll. Und bin ich offen für alle Geschenke, die zu mir kommen. Aber dann habe ich immer so Angst, so. Also man, klar, man soll sich lieben, man soll ja nicht zu sehr sich lieben. Also nicht zu selbstverliebt sein, weißt du? Wie kann man das denn verhindern? Also, du liebst dich zu viel? Oder also nein, also ich habe Angst, mich zu viel zu lieben. Und dann die anderen zu ver- also die an- also mich zum Beispiel dann egoistisch zu werden. Wenn ich mich nie genug. Also ich liebe mich nie genug. Also, dass ich dann die anderen vernachlässige, wenn ich mich selbst zu viel liebe. Dann tue ich mich ja selbst an erste Stelle. Und ich finde es eigentlich wichtiger, andere an erste Stelle zu tun. Ja, hast du auch recht. Aber ich glaube, diese Balance finden wir, ne? Wenn du entspannt bist. Und du weißt, was zu viel ist, was zu wenig ist, dann bist du wieder in diesem Zustand, in deiner Mitte. Okay. Und versuchen wir, dieser Zustand, dass du versuchen in dieser Zustand bleiben. Also, du bist in deiner Mitte. Weiblichkeit, Männlichkeit, also Yin und Yang. Die Balance, ne? Ja. Das ist schwierig. Also habe ich jetzt ja noch nicht gefunden. Ja, und diese Sorgen. Die Sorgen, was ist mit meiner Wohnung? Was kann ich damit bezahlen? Wie komme ich das Geld damit? Das ist nicht so schlimm. Wegen BAföG. Ich beantrage gerade BAföG und damit geht das bestimmt. Und das gibt auch noch dieser Hintergrund, dass du ein bisschen Zweifel oder Ängste haben? Eigentlich nicht. Gut. Eigentlich gar nicht. Gut. Also wenn du entspannt bist, dann schaffst du alles. Ja. Gut. Aber letztes Mal haben wir schon dieser Quantensprung in dir, ne? Die ganze Menge alte Datei, alte Thema haben wir auch sofort transformiert. Ne? Ja. Und nun bist du hier. Okay, dann machen wir das. Ja. Super. Okay, tschüss ihr Lieben. Tschüss. Wir berichten neu was Neues. In ein paar Monate später. Ja. Wenn du wieder zurück hier, ne? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss.